So, Freunde und Freundinnen, wir sind wieder hier im Keller der Hacketts mit Ryan und Laura mit der Waffe. Ich muss mal einmal kurz. So, ja, wir sind auf jeden Fall hier im Keller der Hacketts wieder mit Ryan und Laura. Letzte Folge haben wir darüber sinniert, dass eventuell Abigail diese Folge sterben könnte, weil sie schutzsuchend in den Keller gegangen ist. Also nicht in diesen Keller, sondern in den Keller in der Lodge. Und ja, wir werden es aber sehen. Erstmal werden wir Komm hier. schon. Ey. Flüster bitte nicht, Laura, das macht mir Angst. Wir wissen. Oh, da ist noch eine Tarotkarte. Der Hammer. Jetzt haben wir sogar zwei auf einmal gefunden. Der Herrscher. Tarot, der Herrscher. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, das kann ich nicht aussprechen. Regeln, die es zu brechen gilt, nicht. Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso. Sollen sie bluten. Sollen sie einander zerfetzen und verrotten. Gott. Aber brutal. Da liegt doch eine Basecap. Eine Kinderbasecap. Shit. Armes Kind. Riesenkopf. Bobby. Ach! Wer ist Bobby? Bobby ist doch einer der Jäger. Guck mal an, du. Ist Bobby vielleicht als Kind schon rekrutiert? Ich kann das Wort nicht anschauen. Rekrutiert worden. Oh, guck mal da, Freunde. Da sitzen die anderen Leute in den Käfigen. Wir sind wirklich in dem Keller, in dem Jacob und so gefangen gehalten werden. Aber bevor wir da hingehen. Okay, doch nicht. Vorsicht, bin Oh, okay. ja, 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 ja. Ryan haben wir gerettet, dass er nicht gestürzt ist. Okay, ich wollte eigentlich noch ein bisschen den Keller erkunden, aber offensichtlich gehen wir jetzt automatisch rüber in den Was kommt Keller, in denn vor? dem Jacob sitzt und ein Werwolf. Ich vermute nach wie vor, ist es Caleb. Kann mich aber auch irren. Da ist Jacob. Jacob! Nicht den Käfig berühren. Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Wir öffnen den Halt, Käfig. Ryan, nicht. Oh Gott. Oh Gott, das haben die gehört. Gott, Ma, was stellst du unten mit ihnen an? Es ist nichts, wir beschützen sie nur. So wie auch schon die ganze Nacht. Was war das? Das war echt saukomisch. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Er steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten in der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Aber das wäre doch saudämlich, weil wir dann ja auch den Werwolf aussitzen. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Es ist Kaylee. Kaylee. Sie ist tot. Nein! Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Oh Gott. Nein. Jetzt wird die alte Frau wütend, denke ich, und Gott verdammt. Scheiße. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Aber er war das Was doch gar hast du nicht. Ihr getan? Das war doch Laura. Okay. Wozu gebissen? Ist die irre? Was hat denn Laura? Nee, wir halten halt. Sie auf. Ist es? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Ich glaube nicht, dass das. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal.
Okay, Sie sagten, Sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denkt dran, wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan, du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann. Vom Teufel. Konnte sich jemand eine Waffe mit einer Silberkugel schnappen? Es war meine. Sie haben sie genommen. Sie geklaut. Du dummer Idiot. Ma. Ach, verdammt. Du mieses Stück Scheiße. Verschwinde. Hau ab von hier. Okay, also langsam wird irgendwie klar, dass, glaube ich, die Mutter die Chefin von allem ist. Und irgendwie scheint Bobby auch zumindest kindhaft, also Bobby scheint schon als Kind mit denen verwandt gewesen zu sein oder bekannt oder wie auch immer. Also hier schließt sich so langsam der Kreis. Aber wir nehmen Jacob auf jeden Fall mit. Okay. Also. Okay. Hilf mir da durch. Okay, also. Wir lassen niemals jemanden zurück. Das ist ja Blödsinn. Dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Still. Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay, halt durch. Okay. Oh, hoffentlich muss nicht ich die Entscheidung treffen, welcher Schalter welcher ist. Okay, das dürfte ja an sich nicht so schwierig sein. Die sind ja gekennzeichnet. Das ist 5 und 3, also müssen wir... Oh. 5 und 3 müssen wir... Ja, stark. 3 auf jeden Fall, ne? Dann welchen denn jetzt? Ey, es gibt keinen Schalter 5, aber da war doch eine 5 auf der Tür. Ich weiß nicht, dann nehmen wir 4. Oh. Das war die falsche Tür. Das ist viel zu gefährlich. Ja, weil du es verkackt hast. Okay, das war's. Okay, tut mir leid, Mann. Bitte, bitte. Verdammt. Du bist hier besser dran. Was? Tut mir leid, Mann. Nein, nein, Alter, komm schon! Wir holen dich noch. Hör auf mit diesem Scheiß, Ryan! Bitte, Ryan, bitte, Alter! Wer weiß, was die mit mir machen? Komm schon! Also ich will jetzt auch nicht dazwischen reden. Ja, eben. Aber da war doch definitiv eine 5 auf der Tür und es hat keinen Schalter. Seht ihr da links? Da ist doch eine 5. Also... Das war ja nicht zu schaffen. Nicht meine, Gott, nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee, nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du gesagt. Oh mein Gott, das ist Geschichte. Ma, was, wenn ich's gewesen wäre? Oder, Oder Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum. Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei! Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl! Okay, er ist offensichtlich nicht wirklich Polizist. Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Hank. Ma.
Bar gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Was geht denn jetzt? Ja. Gott, kommen da jetzt Laura und Jacob, nee, nicht Jacob, Ryan, einfach so rausmarschiert wie die zwei letzten Idioten? Oh Gott, nein. Ah! Ryan, lauf! Ma, schick Bobby runter. Ah, die zieht sich einfach an den Haaren hoch, wie weh das tun muss. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Was geht denn jetzt ab? Ah, wir sind wieder bei der Willkommen. Hexe. Hast du mich vermisst? Ja, tatsächlich. Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Ja, bitte. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen? Und ihre Imperien ebenso. Sollen sie bluten, sollen sie einander zerfetzen und verrotten. Details? Auf jeden Fall wollen wir mehr sehen, aber ich glaube, wir können wieder nur dann eine. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Oh, jetzt müssen wir uns entscheiden, das ist schwierig. Quatsch. Also ich glaube, diese Karte interessiert mich mehr, weil das einfach, was dazu gesagt wurde, irgendwie, weiß ich auch nicht, krasser klang so. Okay, aufgepasst, Freunde und Freundinnen. Ich glaube... Du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Ich glaube, das war einer der beiden Jäger, und zwar der ältere Hagere. Jetzt sind wir wieder hier, Hackett's Crobby. Schon mal da gewesen? Am Kapitel Schrottplatz? 9, die Matriarchin. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Mit Ryan und, ach, mit Ryan sag ich schon, mit Dylan und Caitlin sind wir jetzt hier auf dem Weg zum Schrottplatz, um einen Verteiler zu suchen. Es regnet. Wie wär's, wenn wir zur Dylan hat keine Hand mehr. Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Okay. Okay, gehen wir nochmal zurück zu dieser Cappy und Bobby und ja. So weiter. So sehe ich jetzt aber auch nicht. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hooky McHookface. Okay, jetzt können wir kurz reden miteinander. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, Bobby scheint, glaube ich, auch ein Werwolf zu sein, weil diese Cappy hatte der doch die ganze Zeit auf, fällt mir gerade im Nachhinein erst ein, oder nicht? Oder bin ich... Ja, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, Bobby ist auch ein Werwolf. Laura ist ja letzte Folge gefangen genommen worden von der Matriarchin, haben wir jetzt gerade erfahren, also von der
Chefin der Hackett-Family. Mal sehen, was mit Laura passieren wird. Wir haben die Vision gesehen. Ich glaube, es ist der ältere der beiden Jäger, der da von dem Werwolf angefallen wird. Und Ryan ist unten jetzt im Keller ganz alleine. Und ich glaube fast, Bobby als Werwolf wird jetzt drauf losgelassen. Und ja, soll Ryan erledigen, wie auch immer. Schauen wir einfach mal. Ja, wir sind hier mit Dylan und Caitlin im Wald auf der Suche nach dem Verteiler. Ich würde sagen, wir gehen positiv an die Sache heran, weil es ist ja schon schrecklich alles genug. Ja, es ist echt was Neues. Ich mache mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, ich, vielleicht sogar Ryan. Vielleicht sogar Ryan. Oh, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, worauf es hinausgeht, deswegen bin ich einfach neugierig. Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Ach Gott. Vielleicht ja nächstes Jahr. Jetzt kommt wieder so eine Teenie-Love-Story, ja, Alter. Schaffen wir erstmal dieses. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben hier ganz andere Probleme als gerade irgendwelche Teenie-Love-Stories. Oh, aufpassen. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Da ist der Schrottplatz. Also nach wie vor, ich wüsste nicht, wie so ein Verteiler aussieht. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Ja, glauben Sie nicht wissen. Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Also wie gesagt, ich wüsste nicht, wie so ein Verteiler aussieht. Jetzt sind die Sprünge zwischen den einzelnen... Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Da ist der alte Jäger. Oh. Der, den wir in der Vision gesehen haben. Oh! Hab dich. Ich muss bestimmt jetzt gleich was machen. Jetzt räche ich meine arme Kaylee. Ich muss bestimmt was machen. Ich drück dir wie ein wahnsinniger Weh. Komm! Wir schaffen das. Oh, Schluss. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, jetzt auch noch in Nahaufnahme. Mach das weg, bitte mal einer. Hört sofort auf! Constance. Constance. Was zum Teufel ist hier oben los? Ach nee, Bobby ist kein Werwolf. Oh, wach auf. Wach auf. Ich glaube, das hat sich erledigt mit Constance. Wach auf. Wach auf. Der alte Jäger ist offensichtlich Mr. Hackett. Also ein Mr. Hackett auch. Oh. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Wie? Alter, ich will doch nicht immer diesen zerfetzten Schädel sehen. Was soll das? Jetzt wird niemand mehr geschützt. Travis. Oh Gott, was hat Laura da getan? Laura, Mädchen. Oh Gott. Oh, ich hab's verpasst. Nein! Oh Gott! Nein, nein, nein! Ich hab nicht absichtlich es nicht gedrückt. Ich hab's wirklich nicht schnell genug gerafft. Und jetzt ist Laura auch noch tot. Oh Gott. Und Ryan ist in irgendeinem... Oh Gott. Gott, oh Gott. Ich kann das gar nicht fassen, was gerade alles passiert ist. Fuck. Oh Gott. Wir haben... Oh Gott. Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Zieh das nicht raus! Zieh das nicht raus! Nein, wir ziehen das auf gar keinen Fall heraus. Das wäre richtig dumm. Also, da bin ich jetzt wirklich strikt dagegen, dass wir das rausziehen. Nein, das mache ich nicht. Ja, das machen wir auch nicht. Das machen wir nicht. Oh Gott, wir brauchen dringend mal gleich eine Pause, dass wir miteinander reden können, Freunde und Freundinnen.
Hier ist ja gerade unendlich viel passiert. Das war ja innerhalb von 3 Minuten. Bam, bam, bam. Oh Gott, wir haben zum Glück... Ich glaube, wir haben die Gelegenheit, kurz miteinander zu reden, oder? Ja. Ja, wir stellen rein. Oh Gott, wir... Holy, wir müssen das kurz zusammenfassen. Also, ich wollte die alte Frau nicht erschießen. Das tut mir wirklich leid. Auch wenn die sicherlich böse war. Aber das wollten wir nicht. Vor allen Dingen wollte ich nicht in detaillierter Nahaufnahme stundenlang den zerfetzten Schädel von der alten Frau ansehen. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Also die alte Frau hieß offensichtlich Constance, wurde jetzt gerade von Laura erschossen. Ich glaube, der alte Jäger ist ihr Mann, weil ihr Sohn wird das ja wohl kaum sein, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube, der alte Jäger war ihr Mann, der war jetzt in Trauer. Bobby ist auch ein Sohn, also scheint Bobby auch ein Hackett zu sein. Aber wie, wissen wir noch nicht so ganz. Also der ist auf jeden Fall kein Werwolf, weil die Theorie von eben, dass Bobby auch da unten im Keller als Werwolf rumrennt, die können wir schon mal getrost unterstreichen. Bobby ist auch ein Sohn von Constance gewesen. Jetzt sind alle furchtbar sauer, weil Constance, also die Mutter, die Matriarchin, ist gestorben. Sogar ziemlich schnell. Also das Kapitel, die Matriarchin, wurde gerade angestoßen. Das ist schon tot. Durch Laura. Weil Laura nicht aufgepasst hat. Ja, und dann, weil ich gepennt habe und das Quicktime-Event nicht rechtzeitig geschafft habe, wurde Laura von dem alten Mann erschossen. Also nehme ich stark an. Ich nehme an, stark an, dass sie tot sind. Das sah aus wie ein Schuss in den Hinterkopf. Ich glaube nicht, dass sie das überlebt hat. Ryan hier im Bild zu sehen hat von Bobby ein richtig dickes Jagdmesser in die Seite gestochen bekommen. Und jetzt steuern wir Ryan. Und holy, was ging gerade hier alles ab? Wir haben, glaube ich, eine Unmenge an Wege und so weiter. Das müssen wir uns mal angucken. Über dem Gesetz. Laura sagte dem Kopf die Wahrheit. Laura schoss Constance in den Kopf. Das haben wir leider live gesehen. Verlorene Liebesmühe. Ryan beschloss, Jacob aus dem Keller zu befreien. Ryan verstand das System der Käfigtür nicht. Ja, dummer Ryan. Ryan und Laura belauschten die Unterhaltung von Travis und Constance weiter. Jacob blieb im Keller. Okay, Jacob ist noch im Keller, das wissen wir. Ryan beschloss, das Messer nicht aus seiner Wunde zu ziehen. Ja, weil ich glaube wirklich, dass das... Wege haben wir fast schon alle durch. Ich glaube wirklich, dass das mit dem Messer sinnvoll war, weil jeder weiß doch, wenn wir so ein Riesenmesser jetzt rausgezogen hätten, dann wären wir innerhalb weniger Minuten verblutet worden. Ulter Sheristian. Seit dem Feuer vor 6 Jahren benutzt Travis seine Machtposition als Sheriff, um seiner Familie zu helfen, ihre Spuren zu verwischen. Genau, das haben wir rausgefunden. Mehr haben wir noch nicht, ne? Okay, Camp, jetzt werden wir die traurige Gewissheit bekommen und wir gehen auf das Haus der Hacketts. Ah, okay, Laura ist noch nicht. Also als Emma gestorben ist hier im Baumhaus, da sehen wir, Emma wird als toter Mensch dargestellt, also hier mit dem roten Totenschädel. Und Laura ist aber noch nicht ein roter. Also Laura... Ah. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen doof, bin ich ehrlich. Finde ich ein bisschen doof, also der Werwolf unten in dem Käfig, das ist Nick wohl. Aber finde ich ehrlicherweise ein bisschen doof, dass das hier so angezeigt wird, weil das jetzt ein bisschen die Spannung rausgenommen hat. Also nee, das finde ich wirklich doof. Also nee, das finde ich nicht so schön, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay, Hackett-Schrottplatz. Wir haben alle Orte mittlerweile aufgedeckt. Also, ja, aber das finde ich zum ersten Mal in dem Spiel wirklich nicht cool, dass jetzt hier gespoilert wird, dass das hier in dem Käfig Nick ist. Also das finde ich nicht gut, bin ich ehrlich. Was geschieht hier jetzt? Verstecken wir uns unterm Bett mit... Das war überhaupt nicht ansehnlich. Das gucken wir uns auch nicht nochmal im Detail an, also wirklich nicht. Okay, da geht's offensichtlich aus dem Raum raus. Da gehen wir aber noch nicht hin, weil wir gucken erstmal, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Da gibt es zum Beispiel noch den Schrank. Okay, ein leerer Schrank. Da könnten wir uns zur Not zum Beispiel drin verstecken. Wir gucken uns hier nochmal im Detail an, damit Ryan sich wirklich merkt, wenn Gefahr droht, verstecken wir uns im Schrank. Da, ein komplett riesiger leerer Schrank. Hervorragend. Aber ich kann es immer noch nicht fassen, was gerade alles passiert ist. Also, einfach der armen Constance. Ich meine, ja. Die hat da, glaube ich, schon echt viel Killefit in dem
ganzen Bums gemacht, aber einfach in den Kopf geschossen? Das war jetzt auch nicht so ganz fein. Da, ein Brief. Und eine... Naja, so ein Schmuckstück mit so einem Bildchen drin. Kayleys Brief. Okay, den lesen wir uns gleich direkt durch. Sobald wir können. Okay, den hat Ryan eingesteckt, oder? Hallo? Ich möchte den Brief können lesen, Ryan. Was soll das? Oder haben wir den jetzt unter... Ne, wir haben den unter Beweismaterial. Kayleys Brief. Kaylee Hacketts Bekenntnisschreiben an ihre Großmutter. Aber wieso können wir den nicht lesen? Oder bin ich da zu dumm gerade für? Also normalerweise konnten wir doch immer dann im zweiten Schritt... Konnten wir uns den doch... Aber jetzt gibt es hier auch nichts mehr. Ah, da haben wir eine neue Tarotkarte. Der Tod. Gucken wir uns direkt an. Der Tod. Der Tod in jeder Form, denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke. Ach, als Barke. Für die Hoffnungsfrohen. Doch in einem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Okay, auch wieder ein sehr drastisches Bild. Wollen wir auch nicht näher drauf eingehen? Ja, aber das mit dem Brief ist wirklich eigenartig. Also wieso verschweigt Ryan uns den Brief jetzt hier? Weil sonst konnten wir ja immer im zweiten Schritt uns das alles nochmal anschauen, aber in diesem Fall nicht. Also das ist wirklich auch nicht so nett. Okay, da geht's auch raus. Okay, wir haben die Wahl. Den komischen Stinkereimer gucken wir uns nicht nochmal an. Wir haben die Wahl entweder hier... Oder da hinten. Ich würde aber fast sagen, Freunde und Freundinnen, das entscheiden wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Mich hat die Folge unglaublich geflasht. Also wie gesagt, der einzige negative Kritikpunkt bislang ist dieser Spoiler mit, dass Nick hier in dem Haus ist. Finde ich ein bisschen blöde, weil ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit gedacht, es wäre Caleb. Aber ja, ist es offensichtlich nicht. Ansonsten ist wirklich unfassbar viel passiert in dieser Folge. Ob Laura tot ist oder nicht, wissen wir noch nicht. Ich würde fast sagen, ja. Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.